Hallo, mein Name ist Karl-Heinz vom YouTube-Channel Silent Energy. Heute bin ich zum Laden hier am Supercharger in Erftstadt und es war total erschreckend, wie hier der Zustand vom Supercharger ist. Ich verstehe nicht, warum hier einzige Müllhalde nur noch sind. Es sind einfach, wenn man die Bilder mal sich anschaut und in die Umgebung reingeht, das ist hier eine Katastrophe mittlerweile. Man sieht hier nur noch solche übervollen Mülleimer hier, als wenn nichts geleert wird. Jungs, ich verstehe das nicht. Wir sind doch alle anständige Leute, gerade wir Tesla-Fahrer. Und warum ist hier so eine Müllhalde einfach an so einem Supercharger? Macht überhaupt keinen Spaß. Ich zeige euch einfach noch mal ein paar weitere Bilder dazu. Schaut einfach mal hier, wie es ausschaut. Übervolle Mülleimer, überall Müll, der rumfliegt. Das kann doch nicht euer Ernst sein, hier als Tesla-Fahrer so einen Supercharger zu hinterlassen. Wir müssen doch gemeinsam gucken, dass wir unsere Supercharger sauber halten. Mal hier sieht es auf der anderen Seite von dem Supercharger in Erftstadt auch noch nicht viel besser aus. Wir haben hier wieder übervolle Mülleimer, es liegt hier ein blauer Sack, der kann doch nicht schon in einem hier einfach abgelegt worden sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur uns Tesla-Fahrer alle so betrifft. Sondern das Ganze muss auch sein, dass hier Leute wirklich was wilden Müll hier ablagern. Das ist doch keine wilde Mülldeponie hier. Guckt, dass es doch einfach sauber bleibt. So, ich habe noch einige andere Tesla-Fahrer gefunden, die hier vor Ort sind. Und ich glaube, die sind auch nicht so ganz zufrieden mit der aktuellen Situation. Das geht gar nicht. Richtig schlimm, ja. Kann man keinem zumieten. Nein. Ja. Auf gar keinen Fall. Also liebe Tesla-Fahrer, liebe E-Gemeinde, guckt, dass es sauber bleibt an den Superchargern. Ja? Es kann doch nicht sein, dass wir einfach hier so viel Müll haben. Das ist schließlich unsere Wohlfühlzone für unsere Autos zum Laden. Also guckt, dass wir es da besser sauber halten. Also ihr habt jetzt den Zustand gesehen am Supercharger Erftstadt, wie bescheiden der ausschaut. Falls ihr so ähnliche Erfahrungen gemacht haben solltet, wie ich jetzt hier auch, dann teilt ihr einfach mit hier in den Kommentaren unterhalb des YouTube-Videos und schaut doch, dass wir gemeinsam dran arbeiten, dass es sauber bleibt. Bis dahin. Ciao.